So, in der letzten Folge haben wir extrem viel trainiert. Das soll jetzt aber auch erstmal reichen. Die Tränke müssen wir aber noch einmal machen, damit wir genug Heiltränke für den Vorrat haben. Damit jeder schön seine zwei Tränke da in der Tasche hat. Schwert in die Hand, Schild in die Hand. Zack. So, also du hast zwei, du hast zwei, du hast keine. Ah, ist das schön, endlich den Heilzauber zu haben. Das war vorher richtig komisch irgendwie, weil man jede Verletzung gleich mittragen musste. So, du brauchst eine Flasche in der Hand. Ja, ist okay. So, Wurf, Wurf, Wurf. Dir fehlen drei Steine. Ein Stein? Da müssen wir die Augen offen halten. So, und ich wollte es nicht mit der Tastatur machen. Ich wollte es schön mit der Maus weitermachen. Also, so. Ja, wir hätten vielleicht ein paar Giftzauber vorbereiten sollen. Kommst du näher? Ja, du kommst näher. Okay, der war wohl schon ein bisschen angeschlagen. So, also du hast ein Giftzauber vorbereitet, du noch nicht. Und dann schlafen wir mal eine Runde. Das im Schlafen finde ich echt ein bisschen irritierend. Ich habe das wesentlich extreme Erinnerung. Also, dass man nicht ganz so schnell regeneriert und dass man wesentlich mehr Essen und Trinken verbraucht, weil das ist so jetzt eigentlich ein Witz. Wir werden niemals Hunger haben. Außer ich unterschätze irgendwie die nächsten Ebenen. Aber, das werden wir ja sehen. So, liegen hier noch irgendwo Steine rum? Ja, da liegt ein Stein und hier liegt ein Kettenhemd. Also eine Kettenhose. Das ist schon mal schick. Lederhose ist besser als eine Jeans und eine Jeans ist besser als nichts anderes. So, Stein. Ah, hier sind unsere verschwundenen Steine. Die kommen alle mit. Und hier sind Elfenschuhe. Ich glaube, die haben irgendwas gemacht mit der Tragkraft. Ja, die erhöhen die Tragkraft um 3. Das heißt, wir drücken ja einfach mal einen von unseren Magiern in die Füße, weil die sollten ja eigentlich eh nicht getroffen werden. Und dann können die Schuhe hier weg. So. Du kannst auch nochmal einen Zauber vorbereiten. So. Ohne Glasflasche. Die nehmen wir alle schön mit. Denn später gibt es ja auch noch Zaubersprüche, mit denen man Glasflaschen in Bomben verwandeln kann. Also es sind quasi Tränke, nur kriegt man keine Flasche zurück, wenn man den Zauber gesprochen hat. Oder es verwendet, weil halt die Flasche bei der Explosion drauf geht. Wo kommst du denn her? Ich hab dich gar nicht quietschen hören. Aber ich höre. Oh oh. Ninja-Pilze. Na komm, hier verballern wir auch mal unsere Schusswaffen. Und ja, wir könnten jetzt eigentlich unsere Zaubersprüche benutzen, aber nein, ich will lieber Ninja- und Krieger-Level trainieren. Damit alle mal ein bisschen mehr tragen können, ein bisschen mehr aushalten. Das ist mir momentan wichtiger als Mana. Denn wir bekommen schon jede Menge Zauber auf einmal hin. Also wir können die Zaubersprüche richtig hintereinander wegspammen. Das ist schon ganz ordentlich. So, und ein Krieger-Level, das ist schon mal super. Du schreist jetzt ein bisschen rum. Und du kannst nichts machen, also machst du so. Chop, chop. Schrei, schrei. Auch wenn ich jetzt nicht mehr genau weiß, was es trainiert, irgendwas trainiert es auf jeden Fall. Also dieser Kriegsschrei. Und solange wir noch aktiv im Kampf sind, kriegen wir nochmal mehr Erfahrungspunkte dafür. So, dich schreien wir auch zugrunde. Stirb, stirb. Ha, von hier hinten kommt man aber nicht. Warum kann er angreifen und er nicht? Also er guckt nach rechts, aber rechts von uns steht nichts. Ah ja, komisch. Ist Nabi vielleicht 3 Meter groß? Ich drehe ihn mal. Kann er immer noch schlagen? Nein, jetzt kann er nicht und er auch nicht. Oh, ich glaube, ich habe gerade einen Bug gefunden.
Also wenn wir von der Seite angegriffen werden und uns dann so wegdrehen. Hauen Sie mal Pilz. Nee, nee, den anderen hauen. Okay, machen wir es so rum. Hauen wir die Magier. Genau. Und jetzt kann er angreifen. Hau mal Elijah. Ich will den Test nochmal vertiefen. Außerdem kriegen sie dafür auch Erfahrungspunkte, wenn sie Schaden nehmen. So, und jetzt können wir aus der hinteren Reihe zuschlagen, wie nichts Gutes. Aber das ist Bug-Using, das mache ich nicht. Aber interessant, dass es da immer noch Bugs gibt. Weil diese Return-to-Chaos-Version wurde ja schon zigmal umgemodelt. So, ihr könnt jetzt rumschreien, das dürft ihr auch von hinten. Ich hätte gern die dritte Fähigkeit von dem Schwert hier. Weil Parry klingt nicht wirklich so, als wenn das viel Schaden machen würde. Also der Chop-Angriff macht 18, 25 sogar, und Parry macht 6. Wie viel macht denn Chop? Chop macht auch 6. Das ist lächerlich. Komm schon, Zeher Pilz, stirb endlich. Ich meine, es ist ja schön, dass wir so viele Erfahrungspunkte hier absahen, aber ich würde gern weiter. Der hält richtig viel aus. Haben wir nur einen sterblichen Pilz gefunden? Das wäre doch mal was. Könnten wir hier Stunden damit verbringen, Powergaming zu betreiben? Ah. Na also. Aber hier ist sonst nichts. Oh, ich glaube, das war der endlose Nahrungsraum. Ich weiß, es gab einen Raum in dem Dungeon, da konnte man immer wieder hingehen und da spawnten Pilze. Das könnte dieser hier sein. Also, würde zumindest Sinn machen, denn hier drin waren nur Pilze und sonst gar nichts. Das können wir mal testen. Also, guck nochmal kurz nach, ob hier irgendwo irgendwas rumliegt. Oder irgendein Schalter an der Wand ist. Nix. Hier vorne vielleicht? Nö. 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 Essen nehmen wir mit, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht brauchen. Und dann machen wir einfach mal die Tür zu. Obwohl, wenn wir die Tür zumachen, denke ich immer, wir waren da noch nicht. Lassen wir die Tür offen. Und wenn wir irgendwann mal wieder an der Tür vorbeikommen... Habt ihr das gerade gehört? Hey, die haben die Tür zugemacht. Dann ist es echter Raum. Weil wenn die Tür zu ist, dann spawnen nachher die Pilze da drin und ja. Also, wir werden niemals Hunger leiden, wenn wir an den Raum denken und jedes Mal hier zurücklaufen wollen. Obwohl es später ja noch andere Nahrungsquellen gibt. Aber ich will nicht vorgreifen. Oh, schöne Sache. Ganz, ganz schöne Sache. Wir haben endlich den Bogen. So, das heißt, die ganzen Ninja-Sterne können wir eigentlich wegschmeißen. Aber die sind so stylisch. Und ich will mal nachgucken, was mehr Schaden macht. Ninja-Sterne oder so ein Pfeil. Ah, wir sind nicht überladen, jedenfalls nicht hier hinten. Ist schon okay. No. Er kann nicht wirklich viel tragen, kann das sein? Achso, 47 Kilo kann er, 39 tut er. Tut er tragen, ja, das ist super deutsch. Das Essen wiegt ja auch fast nichts. Das Schwere ist wohl die Kiste voll mit Essen? Ne, das Schwere wird die Rüstung sein und die Axt und überhaupt. Dann bist du überladen und so bist du überladen. Ja, einer ist auf jeden Fall überladen. Oh, das Trinken wiegt leer 0,3 und voll 0,9. Schön. Alle was trinken. Na gut, er muss einfach stärker werden. Und kann auch mehr tragen. Oh, eine Münze. Ja, erinnert ganz dezent an Anvil of Dawn, hä? Oder andersrum wohl eher, aber ja. Nur gibt es hier halt auch noch Kupfer- und Silbermünzen. Dum, 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 dum. Ich habe schon lange keinen Wurm mehr gehört. Oh, was steht denn da? Dies ist mein Gefangener. Lass ihn leiden. Oh, jetzt kommt was Böses. Ja, die Erinnerung kommt zurück.
traumatisierter Zehnjähriger. Nein. Wenn wir den jetzt umbringen, und das müssen wir, damit wir weiter können, kommen ganz, ganz viele Würmer. Aber räumen wir erstmal da so auf. Seht ihr, bisher alles in Ordnung. Oh, also wir müssen es machen, damit wir durch das Tor hier durchkommen. Also hier hinter ist die Mumie. Der Mumie. Oh Mann. Ja, das ist komisch. Ich bin jetzt fast 30 und habe das immer noch nicht so drauf. Aber was soll's. So, stirb. Geheimgang ist aufgegangen, Tor ist aufgegangen. Jede Menge Zeug ist aus dem Tor rausgekommen und auf der Wand steht, du wirst das bereuen. Und ja, ich werde es vielleicht bereuen. Aber es ist alles Übung. So. Zauber sind alle vorbereitet. Bogen ist gespannt, Schleuder ist geschleudert oder so. Stirb, 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 stirb und kein einziger ist bisher tot. Ja, wir sind so mächtig. Nächster Zauber. Nächster Zauber. So. Und schieß und erster ist tot. Das ist ja ein cooles Geräusch. Daran kann ich mich gar nicht so erinnern. Husch, husch. Ja, Ninja-Level. Also ich glaube zumindest Ninja-Level. So, wer steht noch rechts? Z steht noch rechts. Und Elijah. Und ist der Wurm überhaupt noch da? Ja, der Wurm ist noch da. Und noch ein Wizard-Level. Schön, schön. Also ja, so wirklich schlimm ist es nicht mehr, wirklich. Ich war damals wahrscheinlich einfach nur zu panisch. So, Stein. Und jede Menge Würmerscheiben, aber die wollen wir nicht. So, dich pieksen wir mal ein bisschen. Zack. So, er steht rechts, das heißt nur Elijah kann schießen. Wollt ihr euch nicht mal zusammentun, damit wenigstens beide schießen können? Weil dahinter ist ja noch ein Wurm. Na, wir stehen beide auf der rechten Seite. So, Pfeile alle, also wechselt immer die Plätze. Komm, but, 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 but. Volle Breitseite und zurück. Breitseite und zurück. Keine Munition. Ach, na also. Ups, das war der falsche. So, wir haben jetzt schon vier oder drei Würmer umgebracht. Gucken, wie viele noch kommen. Den Stein wollen wir auch noch haben. Und jede Menge Pfeile. Ah, die sind da. Eins, zwei, fünf Stück müssen es sein. Drei, vier, fünf. Zwei Würmer. Das ist alles noch sehr machbar. Ja, jetzt schön. Schön auf dem Haufen. Bleibt schön zusammen. Da können wir nicht schießen, weil wir keine Steine in der Hand haben. Ah, und es kommt nur einer. Wo kommst du jetzt her? Nicht gut. Gar nicht gut. Panik. Wie war das? Stirb. Stirb. Schieß. Schlag. Stirb. Das war zu hoch. Ich will jetzt nicht hier sterben. Ich will jetzt nicht hier sterben. Wenn wir jetzt ins Inventar gehen, um die Heiltränke zu benutzen, dann kriegen wir auch Schaden. Nicht gut, gar nicht gut. Und von der Seite können die Magier gerade angegriffen werden. Ah, der erste Tod. Nicht gut, gar nicht gut. Ich sag ja, das war damals echt schlimm. Nächster Tod. Und ich glaube, damit haben wir zum ersten Mal absolut versagt. Komm, wir beschmeißen dich mit Skeletten von unseren Freunden. Das Ende. Oh, hier gab es Hilfestellung. Restart this game? Nein, wir wollen.
Ah, doch, das ist genau unser Speicherstand. Und die 15 Minuten sind gerade um. Also, tschakka, wir haben nichts geschafft, diese Folge. Abspeichern kann ich mir da wohl auch verkneifen. Also dann, bis zum nächsten Mal.